In diesem Video zeige ich dir drei Tipps, wie du bessere Tiefenstaffelung und Räumlichkeit in deinen Mix bekommst, und wir starten genau jetzt. Hi, ich bin Martin, und wenn du neu hier bist, auf diesem Kanal lernst du, wie du zu Hause bessere Musikproduktion machen kannst. Wenn dich das interessiert, dann hau jetzt den Abonnieren-Button rein, drück die Glocke und du verpasst kein Video mehr. Tiefenstaffelung im Mix ist wichtig. Hier auf einer echten Bühne, wo der Sänger und die Instrumentalisten ja auch nicht aufgereiht nebeneinander ganz vorne am Bühnenrand stehen, sondern räumlich verteilt sind, möchtest du in deinem Mix auch, dass manche Elemente weiter vorne im Mix erscheinen und manche Elemente weiter hinten. Um das zu erreichen, kannst du hauptsächlich drei Techniken anwenden. Zum einen ist das die Lautstärke, zum zweiten ist das die Bearbeitung mit EQ und als drittes die Bearbeitung mit Hall. Fangen wir mal an mit dem einfachsten, und das ist die Lautstärke. Alles, was leiser ist, wird vom Zuhörer als weiter weg empfunden. Wenn du zum Beispiel deine Rhythmusgitarren, dein Piano oder deine Brass-Section etwas weiter nach hinten in den Mix ziehen willst, dann machst du sie einfach leiser. Hier ein kleines Beispiel dazu. Weiter geht's mit Schritt Nummer 2, und das ist die Frequenzbearbeitung bzw. die Bearbeitung mit EQ. Alles, was wir dumpfer oder dunkler wahrnehmen, nehmen wir auch als weiter weg wahr. Wenn du also eine Spur in deinem Mix weiter nach hinten in den Mix schieben möchtest, dann kannst du sie mit EQ bearbeiten, indem du sie in den Höhen und auch in den Bässen beschneidest und vielleicht noch ein bisschen im Präsenzbereich. Dadurch wird der Klang dieser Spur dumpfer und sie rückt automatisch ein bisschen weiter nach hinten im Mix. Das zeige ich dir jetzt im zweiten Beispiel anhand einer Snare Drum. Diese versuche ich mit EQ-Bearbeitung weiter nach hinten in den Mix zu drücken, indem ich sie in den Höhen beschneide und somit ein bisschen dumpfer mache. Übrigens noch ein kleiner Bonustipp, was perkussive Instrumente oder gerade Schlaginstrumente betrifft. Diese kannst du auch sehr gut über einen Transientendesigner nach hinten drücken. Mit einem Transientendesigner kannst du den Anfangsimpuls, also den Attack einer Trommel zum Beispiel, stärken oder abschwächen. Und das funktioniert bei Drums sehr, sehr gut, wenn du einen Transientendesigner anwendest und nimmst die Attack-Zeit, drehst die Attack-Zeit nach unten oder schwächer, dann erklingt das Schlagzeug oder eine bestimmte Trommel leiser und weiter hinten im Raum. Und wenn du sie weiter hoch drehst, die Attack-Zeit, beziehungsweise wenn du den Transienten anhebst oder verstärkst, dann erklingt die Trommel oder das gesamte Drumkit weiter vorne im Raum. Auch das schauen wir uns mal kurz in einem Beispiel an. Die letzte Möglichkeit, Tiefenstaffelung in deinen Mix zu bringen, ist über Hall. Allerdings musst du hier aufpassen, denn nur weil du eine Spur mit einem großen Hall versiehst, wirkt sie nicht automatisch weiter hinten. Das kann sogar das Gegenteil passieren. Ein ganz entscheidender Parameter hier ist das Pre-Delay. Und das solltest du richtig einstellen. Das Pre-Delay bestimmt den Zeitraum, den es braucht, bis der Hall eintrifft, nachdem die Originalschallquelle erklungen ist. Was beim Pre-Delay wichtig ist und gerne verwechselt wird, ist, dass je kürzer das Pre-Delay ist oder wenn gar kein Pre-Delay ist, dann erscheint das Element weiter hinten im Raum. Und je länger du die Pre-Delay-Zeit machst, desto weiter kannst du das Signal nach vorne holen. Auch das schauen wir uns jetzt nochmal in einem Beispiel an. In diesem Beispiel möchte ich dir zeigen, wie ich Lead Vocals besser in einen Mix einbetten kann, also in das Playback, in die Band Performance. Ich möchte jetzt hier, was die Tiefenstaffelung betrifft, die Lead Vocals nicht etwa im Mix nach hinten drücken.
Ich möchte sie aber, wie gesagt, besser im Mix einbetten. Hören wir uns zunächst mal einfach die Stelle jetzt hier an. If you can never grow up and leave me, you know I would be just fine. Klingt soweit schon ganz gut. Ich habe schon einen kleinen Raumhall auf die Lead Vocals geladen, um den Gesangsperformance ein bisschen größer zu machen, aber es klingt so ein bisschen, der Sänger ist mir so ein Ticken zu weit vor dem Mix, sodass es so ein bisschen so klingt, als würde der Sänger zu einem bestehenden Playback dazu singen. Und durch diesen Hall möchte ich ihn jetzt so einen kleinen Ticken in der Tiefenstaffelung ein bisschen weiter nach hinten schieben, um ihn schön im Mix einzubetten. Und dazu habe ich jetzt hier nochmal einen größeren Hall geladen, habe mir hier einen Send angelegt und den reißen wir jetzt einfach mal voll auf oder stark auf. Das ist jetzt natürlich viel zu viel. Ich mache das jetzt hier nur zu Demonstrationszwecken. Also schauen wir uns das Pre-Delay jetzt an. Das Pre-Delay ist im Moment auf 0 und ich habe gerade vorhin erklärt, je kleiner das Pre-Delay, desto größer wirkt der Raum. Was ich jetzt machen möchte, ist, das Pre-Delay ein bisschen langsamer zu machen, damit der Hall nicht mit der Stimme direkt verschwimmt und vielleicht mir die Sprachverständlichkeit zerstört, sondern ich möchte, dass die Worte, die er singt, ohne Hall durchkommen und dass die Hallfahne erst ein bisschen später einsetzt. Einfach für bessere Sprachverständlichkeit und um die Lead-Vocals vorne zu halten im Mix und nicht, dass es zu schwammig wird. Und was jetzt passiert, wenn ich das Pre-Delay zu lange einstelle, das hörst du gleich, wie ich vorhin erklärt habe, dann wird der Hall ziemlich seltsam von der Originalschallquelle entkoppelt. Das probieren wir mal aus. Ich drehe das Pre-Delay jetzt mal extrem hoch. If you could never grow up and leave me, you know I would be just Das klingt wirklich sehr seltsam. Deswegen müssen wir jetzt für das Pre-Delay eine Zeit finden, dass die Vocals oder der Anfangsimpuls der Vocals ohne Hall durchkommt, aber dass die Hallfahne so einsetzt, dass er schön in den Mix eingebettet wird. Am besten macht man das über relativ kurze Pre-Delay-Zeiten. Meistens fährst du ganz grob gesagt zwischen 10 und 80 Millisekunden, je nachdem, was du machen möchtest, ganz gut. Eine noch bessere Möglichkeit ist, dir die Pre-Delay-Zeit auf das Songtempo einzustellen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, wenn du das Glück hast, wie ich hier, dann kann ich hier schon meinen Hall oder das Pre-Delay synken oder in Sync schalten zum Songtempo. Und falls du so ein Hall-Plugin nicht hast, das das kann, dann zeige ich dir nachher noch einen anderen Weg. Also ich stelle jetzt einfach mal oder synchronisiere meinen Hall jetzt dazu und jetzt siehst du, das Pre-Delay ist jetzt eine Viertelnote lang. Das ist noch viel zu lang für ein Pre-Delay und wir fahren mal runter so auf 32. oder 64. sogar und dann sollten wir ganz gut fahren damit. Ich schalte es mal langsam runter, während er singt und lasse es mal solo geschalten erstmal. If you can never grow up and leave me, you know I would be just fine. Und vorne. If you can never grow up and leave me, you know I would be just fine. Jetzt hörst du, so gefällt es mir jetzt gut, es sind jetzt 128. Okay, wie viele Millisekunden sind das? In dem Fall 16 Millisekunden. Also man hört den Anfangsimpuls der Stimme noch gut durchkommen und erst dann setzt der Hall ein, 16 Millisekunden später. Ganz kurz noch, wenn du das Pre-Delay oder ein Hallgerät hast, das die Pre-Delay Zeit nicht in Sync bringen kann mit deinem Songtempo, kannst du dir das auch ganz einfach ausrechnen. Und dazu brauchen wir zunächst mal einen Taschenrechner. Hier haben wir ihn schon und dann rechnest du dir einfach aus 60.000 geteilt durch das Songtempo, also durch die BPM. Das sind hier in dem Fall 115. Und jetzt kommst du auf einen Wert von 521 Millisekunden oder 522. Das ist viel zu lang, das kann ich hier, glaube ich, gar nicht einstellen. Doch, könnte ich jetzt, aber das ist viel zu lang für das Pre-Delay. Und jetzt kannst du einfach runter, das wäre jetzt die Länge einer Viertelnote.
Und jetzt teilst du dir einfach ein paar Mal diese Sache durch 2. 260 ist immer noch zu lang. Du kannst immer weiter durch 2 teilen, bis du dann in einen Bereich kommst, wo das einigermaßen gut erscheint. Hier 32 Millisekunden könntest du jetzt hier zum Beispiel mal ausprobieren. Wenn du es nochmal durch 2 teilst, dann kommst du auf 16. Das hätte ich jetzt auch ohne Taschenrechner geschafft. Aber wie gesagt, wenn du kein Hallgerät hast, das dein Predelay in Sync bringen kann mit dem Songtempo, dann rechnest du dir das einfach so aus. Und jetzt wären wir hier bei 16 Millisekunden. Das hatte ich vorher auch schon eingestellt, wo es gut klang. Und somit kannst du dir dein Predelay oder die Predelay-Zeit ganz einfach richtig ausrechnen. Besonders Anfängern rate ich das, weil es immer ein ganz guter Startpunkt ist, wobei du nicht dabei bleiben musst. Du kannst es dann nachher auch noch ein bisschen verändern. Wenn du noch mehr über Tiefenstaffelung und Räumlichkeit im Mix wissen möchtest, dann interessiert dich vielleicht auch dieses Video. Da zeige ich dir, wie du Lead-Vocals dreidimensional abmischen kannst. Habe ich noch eine wichtige Technik vergessen, wie man Tiefenstaffelung erreichen kann? Wenn ja, dann schreib es mir einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder wenn du das Video mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Video. Bis dann!